Ja, ich denke, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dass wir richtig gut kombiniert haben, wo es schwer war auf dem Platz. Und wichtiger natürlich, dass wir auch dann in Führung gegangen sind. Dann ist es natürlich noch schwerer für den Gegner, weil wir natürlich noch ein bisschen enger das Ganze machen können und auf Konter spielen können. Das haben wir richtig gut gemacht, haben unheimlich schnell herausgespielt, nach vorne immer wieder in die Spitze verlagert über außen. Und haben dann auch das 2-0 natürlich gemacht, das auch mit der Klasse herausgespielt war. Und aus meiner Sicht hätten wir sogar noch höher in Führung gehen können in der ersten Halbzeit. Haben auch ganz gute Möglichkeiten gehabt. Zweite Halbzeit sind wir dann relativ zu tief gestanden, obwohl wir gute Konterchancen hatten. Haben wir leider dann das 2-0 gemacht. Und 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Der HSV hat einfach eine richtig gute Mannschaft. Und dann hätten sie nochmal kommen können. Haben wir auch die Möglichkeiten gehabt. Aber mein Torwart hat wieder erstklassig gehalten in der Situation, hat eben den Anschlusstreffer dann eben auch verhindert. Kommt Stadion nochmal, ja, die Mannschaft schöpft dann noch mehr Mut. Und deshalb war es wichtig, dass er da ein paar richtig gute Bälle gehalten hat. Ich denke, insgesamt geht der Sieg in Ordnung. Wir sind natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben und glücklich sind wir auch, dass wir natürlich einen Stürmer, den wir vor 5 Tagen verpflichtet haben, dass der heute gleich zweimal getroffen hat. Vor allem persönlich für ihn natürlich auch wichtig, natürlich für uns auch, aber für ihn nach 1,5 Jahren, den er nicht gespielt hat, erstes Spiel und 2 Tore. Ja, ist eine geile Geschichte. Dankeschön.